Guten Morgen an alle. Es ist 9 Uhr, Freitag. Das heißt Zeit für unsere wöchentliche Marktanalyse und Trendsendung. Leider war ich am letzten Freitag nicht hier. Ich hatte ein paar technische Gremlins nach dem Supersturm, den wir da hier hatten. Also musste ich die Sendung leider ausfallen lassen. Dafür haben wir relativ einiges zu diskutieren heute. Wir warten auch schnell die üblichen 1, 2 Minütchen, bis die Leute Zeit hatten, hier sich einzuloggen und dabei zu sein. So in 1, 2 Minütchen geht es dann auch gerade rassig wieder los. Heute haben wir ja logischerweise, nein, nicht logischerweise, vielleicht logischerweise, der erste Freitag im Monat. Was heißt das? US Non-Farm Payrolls. Darauf kommen wir nachher zurück während der Sendung. Es gibt einiges aufzuholen mit dem Federal Reserve, ECB, Banking Crisis, ja, nein und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, noch ein Minütchen, da gehen wir durch die übliche Routine von dem, was ich sagen muss, bevor ich dann zu dem komme, was ich sagen will und darf. Also noch eine Minute, dann geht's los. Okay, so, wir sagen hier, beginnen wir mal mit dem üblichen, der Risikohinweis kennt ihr schon, für die, das ist immer wieder für die, die neu dazukommen oder das später auf YouTube schauen, das gehört einfach dazu, müssen wir sagen, der Risikohinweis, CFDs sind komplexe Instrumente, bergen hohes Risiko, durch Leverage schnell Geld zu verlieren. Ihr seht selber, wie die Statistiken aussehen, die dort. Also seid vorsichtig, wenn ihr, bevor ihr anfängt zu handeln, dass ihr euch das leisten könnt und immer sich euch bewusst sind, dass ihr schnell viel Geld verlieren könntet. Der Haftungsausschluss hat mit dem zu tun, was wir heute hier diskutieren. Alles, was ich hier erzähle, ist immer nach bestem guten Wissen und Gewissen aufgestellt und sollte jemand meinen, sagen wir mal so, Ideen folgen und damit Geld verlieren, ist das auf euer eigenes Risiko, weil auch die Professionals verlieren auch Geld. Ist nicht so, dass wir nur immer bei allem verdienen. Hier etwas zu meiner Person. Die meisten kennen das, die regulären Zuschauer, 40 Jahre im Devisenhandel, meistens im Institutional Bereich. Seit 2015 habe ich meine eigene Firma. Ich bin ein Portfolio Manager für High Net Worth Individuals. Und bilde auch Händler aus, ob das jetzt Retail-Händler sind oder helfe auch Institutional-Händler, die zwischendurch etwas auch Hilfe brauchen. Das hier meine Kontaktdetails immer wieder, entweder für Kontakt aufnehmen, für Feedback für die Sendung, was man diskutieren könnte oder auch in dem Sinn, wenn jemand Interesse hat, sich da ausbilden zu lassen oder mehr darüber zu hören. Das hier der YouTube-Channel. Da werde ich zusammen mit dem Mike dann wieder ein bisschen daran arbeiten, dass wir ein bisschen neuen Content hinkriegen. Und ja, lass mal los. Ja, das hier will ich eigentlich zuerst zeigen, ja, weil das ist in dem Sinn eigentlich gerade so der neueste Event wieder in den letzten 2 Tagen. Das ist noch der Chart vom Mittwoch in dem Sinn. New York Community Bank. Die haben anstatt ein Profit von etwa 250 Millionen, ein Verlust von 250 Millionen ausgezeichnet. Jetzt ist das an und für sich ja, man fragt sich, was soll jetzt das da sein? Wen interessiert das? Es interessiert uns so weit, weil diese New York Community Bank die Signature Bank übernommen hat in der letzten Krise vor einem Jahr, als da die Silicon Valley Bank unterging. Da geht es auch um all diese Property Loans, also da gibt es einiges in diesen Büchern von diesen Regionalbanken, die plötzlich wieder irgendwie ins Lampenlicht rücken, speziell wenn man jetzt diese Losse sieht. Der Markt wird wieder erinnert daran, dass da vielleicht doch noch nicht alles so ist, wie es sein muss. Das ist, wie ihr seht, 37%. Ich glaube, am schlimmsten Moment war der Stock Down etwa 45%, das am Mittwoch. Das hat dann auch so den Perfektstorm gegeben mit
Month-End-Rebalancing, Equities waren sowieso unter Druck, dann später wegen dem Fed, da kommen wir dazu in einem Moment. Also wir hatten am Mittwoch wirklich einen Perfect Storm von dieser Geschichte hier, zusammen mit dem Fed, wo der Powell dann uns gesagt hat, nicht so schnell, ja, es wird kein Cut geben, also keine Zinssenkung geben im März. Und dann hat natürlich logischerweise der Aktienmarkt sowieso sich nach unten korrigiert, der ja auf All-Time-Highs in dieses Federal Reserve Meeting ging, einfach mit der blinden Annahme, dass es ein März-Cut geben wird, also sprich, dass das Fed die Tür öffnet für diesen Cut. Wir haben darüber gesprochen vor 2 Wochen, dass der Markt einfach ein bisschen zu extrem auf die andere Seite lehnt. Ich war immer dafür, dass die Zinsen runtergehen, dass die Inflation runterkommt, das wissen Sie vom letzten Jahr. Aber ich habe auch mich deutlich ausgedrückt, dass der Markt es auf die andere Seite übertrieben hat, was sich dann auch so ausgestellt hat am Mittwoch. Das hier ist einfach wieder mal die Headlines, ja, wie es in der Presse ist. Wenn man das liest, ist halt das immer nicht so erfreulich und führt natürlich emotional in dem Sinn auch für diese Stressfaktoren im Markt, ja. Das hier ist rote da sind diese Regional Banks, ja, der ganze Index. Das ist das, was der Markt ist, eigentlich seit Mittwoch wieder auf das Genaueste hinschaut, weil der jetzt wieder unter Druck ist. Es ist unklar zu diesem Zeitpunkt, ob das diese Banking Crisis 2.0 gibt, also der zweite Durchgang, oder ob das jetzt so ein, wir sagen dem im Englischen Storm in the Teacup, also dass das eigentlich nur so eine Eintags-Zweitagsfliege ist. Okay, wir müssen vielleicht noch den dritten Tag anhängen. Weiß nicht, ob es das in der Natur gibt, eine 3-Tage-Fliege, aber einfach, ich weiß, was ich meine, ob sich das jetzt ein bisschen wieder reguliert oder eben nicht. Am Mittwoch hat das logischerweise auch die Indizes nach unten gezogen, den S&P, der Dow und einfach Global Equities. In dem Sinn, das ist dann gestern nicht passiert. Gestern gingen diese Titel wieder um die 10, 15% nochmal runter. Also diese Bank, die wir gerade angeschaut haben, die NYCB, auch hat es Western Alliance, also hat noch ein paar andere Namen gegeben, die unter Druck waren. Die haben gestern so irgendwo zwischen minus 5 und minus 10% geschlossen. Ein bisschen besser als der Vortag. Aber wie gesagt, es ist noch unklar, ob sich das Ganze einfach wieder reguliert oder nicht. Der S&P oder die Equities gestern, die Hauptindizes, also S&P, Dow und so weiter, haben gestern nicht mitgemacht auf dem Weg nach unten. Also da ist der Markt versucht, das irgendwie ein bisschen zu, wie sagt man, ja, noch nicht in die volle Panik einzuschreiten. Wobei ich würde sagen, wenn ich den 10-Year-Bond da gestern angeschaut habe, den US-Bond, wie schnell diese Yields kollabiert sind, 15 Basispunkte, habe diese Equity-Panik in diesem Banking-Sektor, muss ich sagen, ist da schon happig, ja. Also da hätte ich jetzt schon erwartet, dass sich der Markt ein bisschen mehr darum kümmert, warum die Zinsen runtergehen und nicht einfach so, die Zinsen runtergehen, verkaufen wir mal ein bisschen den Dollar und kaufen ein bisschen Equities, ja. Ist ein bisschen stupide, aber ist halt so, ja. Das hier ist, wie gesagt, die Zinsbewegung nach unten. Trotzdem werden ja diesen Quick Bounce am Mittwoch nach dem Fed, aber natürlich der Net Move in Yields ging nach unten. Wir sehen da 3,91 war der Snapshot, das ging gestern bis etwa 3,82, also nochmal 10 Basispunkte nach unten. Das sind dann fast 22 bis 25 Basispunkte, die es nach unten ging, nur wegen dieser Banking Bubble, ja, weil auf der fundamentalen Seite hätten wir eigentlich was machen sollen. Das Fed hat gesagt, ja, wir wollen Zinssenkungen machen, aber nicht im März. Also das hat schon eigentlich eine Gegenbewegung in den Yields geben sollen. Gestern hatten wir ISM-Zahlen, auch Prices Paid Higher im PMI drin, im US-PMI drin haben wir gesehen, dass die Factory Prices wieder etwas anziehen. Also rein von der fundamentalen Seite müssen die Zinsen etwas fester sein. Wie gesagt, nach oben sind sie wohl angebunden, da wir wirklich davon ausgehen, dass das Federal Reserve in diesem Jahr die Zinsen senken wird und nicht, es kann, zu keinen Zinsanstieg mehr kommt.
Aber im Moment diese drei, wo sind wir jetzt, 3,88er, da war, ist einfach im Moment zu tief, wenn man die Fundamentals anschaut. Außer, wie gesagt, wenn diese Banking Crisis tatsächlich eine Krise wird und nicht nur ein Short-Term-Wobble ist. So, hier, das habe ich schon angetönt. Kein Rate Cut is not likely. Ich würde sogar sagen, wie sowas hier gesagt hat, war sogar etwas deutlicher wie das, dass niemand im Federal Reserve mit dem März-Zinssenkung rechnet. Das hier ist das eigentliche Resultat vom Federal Reserve. Das ist da Economic Activity has been expanding at a solid pace. Und das hat sich geändert von slow from its strong pace. Also wie gesagt, das ist auch etwas mehr, also wenn man jetzt das über die Hairsplitting so sehen will, etwas tiny bit more hawkish als dovish. Ja? Also wenn das Fed das expanding at solid pace heißt eigentlich, dass sie sehr zufrieden sind mit dem Wachstum. Würde auch nicht heißen, dass die Zinsen im März runterkommen müssen. Hier unten der andere Change, der Committee does not expect it will be a property to reduce the target rate until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably towards 2%. Das ist, was der Powell eigentlich gesagt hat in der Pressekonferenz, dass sie wohl glaubt, auch sehen, dass die Inflation da ziemlich schnell nach unten kam, aber sie müssen einfach noch mehr Confidence haben, dass das auch so bleibt. Wir alle haben schon diskutiert, die Geschichte vom Red Sea Problem, also diese Probleme mit der Supply Chain wieder, mit den Houthi-Attacken im Red Sea, dass jetzt alles da ums Cap Horn gehen muss von Afrika. Das verlängert die Reise irgendwo zwischen 8 bis 12 Tage, wie viel auch immer, erhöht die Kosten und natürlich auch in unserer Welt, wo alles so quick fix ist, heißt das auch, diese Verschiebungen hat wirklich einen längeren Knock-on-Effekt. Und es gibt Leute, die bereits sagen, dass diese Krise eigentlich schlimmer sein könnte oder diese Supply-Issues größer sein könnten als durch Covid. Das Einzige, wo ich jetzt selber, ich bin da kein totaler Experte, sagen müsste, ist, during Covid oder während Covid hatten wir natürlich Global Supply Issues. Das heißt, durch den Suezkanal gehen etwa 25% vom Trade. Logischerweise nicht gut und es wird Knock-on-Effekte geben, logischerweise. Aber es ist auch nicht 100%. Also, das heißt, during Covid hatten wir 100% oder ja, irgendwann dann mal weniger wie 100%, aber wir hatten da alle diese Probleme auch in China mit dem Zero-Covid, Shanghai geschlossen, bla bla bla. Also ich würde sagen, ich wäre jetzt mal vorsichtig, was diese Supply Channel angeht, Red Sea, Suez, ja okay, das kann schon schlimmer sein wie Covid, aber im Globalen sehe ich das noch nicht ganz so. Aber es ist etwas, wo auch die Zentralbanken logischerweise nervös werden, dass wir jetzt schon wieder etwas haben, das eigentlich dieser Trend von Inflation, die schön nach unten kam, etwas stören könnte. Das ist hier, was jetzt passiert ist mit der Erwartung für die Zinssenkung im März. Da waren wir ja mal ziemlich hoch da, sind wir aber schon vor dem Fed-Meeting etwas runtergekommen. Aber wir haben jetzt das von 50 so auf die 35% genommen. Heute haben wir Non-Farm Payrolls, wie im Eingang erwähnt. Das Einzige, was jetzt da ich sagte eben so, die Needle ja, vom Kompass wieder etwa Richtung März drehen könnte, weg vom Mai, wo es im Moment steht, wäre, wenn wir sehr schlechte Non-Farm Payrolls bekommen würden. Wieso? Das Federal Reserve entgegen der EZB hat ein zweifaches Mandat. Das eine ist Inflation, das andere ist Beschäftigung, also Employment. Also wenn wir da eine massiv schlechte Zahl hätten, heute würde der Markt sich vermutlich wieder auf März konzentrieren und dann gehen wir da vielleicht wieder auf diese 50% zurück. Wenn wir so eine Middle of the Road, sage ich dem, so einfach eine neutrale Zahl, bisschen schlechter, bisschen besser, whatever, kriegen, dann werden wir da sukzessive tiefer kommen, weil dann denke ich, zusammen mit den Wirtschaftszahlen, die wir jetzt letztlich gesehen haben, ist einfach der Fakt den, dass die Wirtschaft. Ja, wir sehen gewisse Abschwächungen, aber wir sehen auch generell, dass im Moment einfach, wie soll ich sagen, die Zahlen generell nicht so schlecht sind. Ja.
Ich will da nachher noch schnell eine Zusatzslide zu dem eigentlich zeigen, die ich da auch noch nicht in dem Pack drin habe, aber die ich heute Morgen noch schnell gesehen habe. Das ist generell, was so die Baseline generell im Moment ist von den Zinssenkungen. Es gibt immer noch die bis zu 3 oder 4 oder 5 Zinssenkungen erwarten in diesem Jahr. Ich denke, das ist weiterhin ein bisschen zu euphorisch, aber das ist so die Medium Expectation, dass man da im Spät 2025 circa 200 oder 2% tiefer sind in den Fed Funds. Das hier jetzt noch ein bisschen in Bezug auf Non-Farm Payrolls. ADP, der am Mittwoch rauskam, etwas schwächer. Wir wissen, die Correlation ist nicht immer die beste, aber vermutlich können wir davon ausgehen, dass wir einen etwas leicht schwächeren Non-Farm Payroll kriegen würden heute. Das ist eine Zahl, die wir gestern, war das gestern? Ja, ich glaube, ja, gestern. Employment Cost Index, das ist auch etwas, was das Federal Reserve anschaut, kam etwas auf der schwächeren Seite, so der Trend da auch immer noch Richtung Zinssenkung. Das jetzt alleine steht nicht für März oder Mai, das ist einfach generell eine Zahl. Solange das nach unten drückt, unterstützt es einfach Zinssenkungen. Ja, das ist so in dem Sinn zu sehen, da, wie es sagt, Easing Inflation Pressure. Chicago PMI kam auch etwas auf der schwächeren Seite. So wie Sie sehen, gewisse Zahlen sind auf der schwächeren Seite. Was wir jetzt hier nicht mehr haben, ist der ISM von gestern, der dann wieder auf der stärkeren Seite war. So dieses Flip-Flop wird weiterhin so gehen. Nächste Woche haben wir eigentlich nicht so viel, außer die PMIs am Montag in Global PMIs. European Retail Sales am Dienstag, das interessiert nicht so viele Leute. RBA-Meetings, so es geht weiter mit den Zinsmeetings. RBA ist natürlich eher wichtig für den Australian Dollar, nicht für die Welt. Ja. Also für die Welt oder für die globale Wirtschaft ist nur das Fed, die EZB und vielleicht noch ein bisschen logischerweise die PBOC, also die Chinesen, verantwortlich, wenn man von den Australiern reden, da geht es um den Aussie. Wenn wir von den Kanadiern sprechen, geht es um die Kanadier. Auch Bank of England, gestern ging es nur um das Sterling, nicht um die globale Economy. Das sind einfach zu kleine Wirtschaften in dem Sinn, dass es irgendwie eine Rolle spielt. Aber wenn wir da noch schnell anhängen, die RBA ist auch im Moment auf der Pause. Man kann da auch erwarten, dass dann langsam die ersten Zinssenkungen später im Jahr auch kommen. Aber wie gesagt, Kanada. Haben wir die Payrolls nächsten Freitag? Wir haben ja da oft die US und Kanada am gleichen Tag, dieses Mal nicht. Also kein Double Whammy. Wie gesagt, nicht so viel hier auf der Liste in dem Sinn. Ja. Jetzt möchte ich, wie gesagt, noch ein Chart schnell zeigen, den ich hier habe. Das ist der US Data Surprise Index. Das heißt, wenn die Kurve nach oben geht, kommen die US-Zahlen besser raus als erwartet. Ja, ich werde dann für den nächsten Freitag noch wieder mal einen versuchen zu finden oder werde einen organisieren, der die Europa- und US-Zeit übereinander, weil das gibt immer eine sehr schöne Idee für den Euro-Dollar, speziell jetzt, wo diese ganzen Covid-Ausschläge ein bisschen weg sind. Während Covid hat das nicht so gut funktioniert, weil wir einfach zu crazy Zahlen links und rechts hatten. Das funktioniert wieder ganz schön. Aber nur um zu sagen, das hier sieht auch nicht ganz so bearish aus, wenn man so will. Ja? Also von dem her haben wir jetzt eigentlich schon seit Mitte Januar, also jetzt schon seit 2, 3 Wochen, eigentlich wieder ein Anstieg. Die US-Zahlen sind etwas besser geworden. Ja? Also das wäre auch und ist vermutlich mit ein Grund, wieso das Federal Reserve ein bisschen langsamer vorgeht. Ja. Wären wir hier unten geblieben oder sogar noch tiefer gekommen, wäre der März, die Märzzinssenkung vermutlich gekommen. Ja. Jetzt schauen wir da hier noch schnell in die Charts. Wie ihr seht, gibt es eigentlich nicht so viel zu diskutieren. Wir sind seit 2, 3 Wochen hier auf dieser Seitwärtsschiene. Wir hatten gehofft, dass entweder das EZB-Meeting oder das Fed-Meeting irgendwie mal eine Veränderung bringt, dass wir aus diesen Ranges rauskommen. Im Moment ist das noch nicht der Fall. Wir sind da weiterhin ein bisschen landlocked oder was immer. Das Interessante hier ist, der mit Bollinger Band kommt rein bei 1,0890. Also wenn jetzt wir heute einen schlechteren
Non-Farm, also schlechtere Arbeitslosenzahlen kriegen würden, da ist die Chance, dass tatsächlich dann, wie wir vorher gesagt haben, der Markt wieder etwas an einen März-Zinssenkung glaubt. Das würde dann den Euro nach oben pressen. Sonst würde ich sagen, nach dem, was wir alles gesehen haben, außerhalb dieser ganzen Banking-Crisis und tieferen Zinsen, wäre eigentlich, wir haben bessere US-Zahlen gesehen, schwächere Euro-Zahlen, wir haben das Fed Cut von März, jetzt schieben wir das auf Mai und Juni, während demnach den Inflationszahlen in Europa man vielleicht der EZB auf April schieben würde. Also wenn man jetzt mal den Banking-Story vergisst und alles anders mal vergisst und nur mal schaut, was wir da jetzt gesehen haben diese Woche, müssen wir eigentlich sagen, der Euro-Dollar müsste eigentlich zumindest hier auf die untere Seite, also der Range sollte sich nach unten etwas verschieben. Wir haben bessere US, schlechtere Europa. Wir haben vermutlich einen Flip von EZB-Zinssenkung vor Federal Reserve, potentially. So, also von daher müsste der Euro eigentlich nicht nach oben gehen. Der Move gestern war wirklich im Zusammenhang mit diesem massiven Einbruch in den US-Zinsen, mit diesen Banking-Story, und der Markt hat sich einfach gesagt, ja, weißt du was, da verkaufen wir ein bisschen Dollars. Kann natürlich so bleiben, das wissen wir noch nicht. Also wir schauen uns heute logischerweise diese Regional Bank Stocks weiterhin an. Da behalten wir ein Auge drauf. Hier, der Australian Dollar ging wieder an dieses massive Level hier, 65,20. Ja, das haben wir da schon seit einiger Zeit, schon seit letztem Jahr im Sommer. Ja, das ist ein massives Level hier gehalten. Und gestern schnell darunter für 10 Pips und puff, wieder hoch. Ja, also und das hier, das nennen wir eine Hammer Candle. Also wenn wir da so ein Schwanz da dazu haben zum Candle Body, ist das ein Hammer Candle und würde heißen Downside Rejection. 66,15 hier im mit Bollinger Band, das auch jetzt immer darunter blieb, seit wir da darunter gebrochen haben, auch ein Key Level, ob wir dann das nach oben legen. Wie gesagt, ich bin noch nicht überzeugt, dass diese Zinsschwäche andauernd in den USA. Ich denke, der 10-Jahre wird zurückkommen auf 4,05, 4,10 und der Dollar wird dann etwas fester kommen. Aber im Short Term kann es hier schon noch ein bisschen pushen. Euro-Yen, da hatten wir dieser Sell-off, das ist der Mittwoch. Das ist da, wo wirklich die Bankenkrise auch den Hauptindex, also alle Indizes nach unten gedrückt hat. Das ist der typische Risk-Off-Move. Und dann hier das Ganze wieder plötzlich gegessen und vergessen. Overall bleiben wir immer noch in diesem 200, 250 Punkt Range. Ist nett im Short Term zu handeln, aber generell gehen wir einfach nirgends hin. Euro Aussie, das hier war logischerweise der massive Move nach oben, eben am Mittwoch mit diesen massiven Einbrüchen in diesen US-Bankaktien. Euro Aussie ist auch ein Risk Cross. Das heißt, wenn wir Druck auf dem Risk haben, wird der Aussie immer underperformen, also schlechter performen als der Euro. Das drückt den Kurs nach oben. Und gestern der ganze Dreh. Also, das ist etwas zum Spielen jetzt für die, die im FX etwas mehr professionell sind. Das sind so nice, schöne Daily Plays, wenn man so diese Risk-Off, Risk-On-Moments haben, wo man echt gut Geld verdienen kann, wenn man ein bisschen die Correlations kennt. Wie gesagt, das ist, wo die Ausbildung herkommt, die man braucht, um da ein bisschen mehr Bescheid zu wissen, weil da weiß man eigentlich dann schon oftmals, was kommt. Euro-Kanada schnell. Hier unten sehr schön gehalten, in dem Sinn, da der gleiche Push nach oben. Euro-Kanada ist nicht so volatil wie der Euro-Aussie. Die Idee ist die gleiche, dass der Risk-On, Risk-Off-Cross ist, aber ein viel langsamerer. Aber die Leute, für die Euro-Aussie etwas zu schnell geht, das ist nicht so ein schlechter Cross sich da. Und wie man sieht, die Levels halten oftmals sehr gut, was natürlich als Traders natürlich sensationell ist, dass man da einfach in diese Levels rein sich lehnen kann und eigentlich gut dabei ist. Ich möchte heute, was haben wir da als nächstes? Ah, das Gold. Gold ist einfach wieder der Dollar, ja. Also wir sind da wieder unterwegs. Ich kann das etwas kleiner machen hier. Das Gold hat eine 80% Correlation mit dem Dollar. Da sehen wir der Dollar-Absturz gestern, Gold nach oben. Gold wurde dann sogar ein bisschen euphorisch hier, weil es dachte, dass diese Banking-Crisis vielleicht doch real ist. Aber dann, als da nichts passiert ist und diese Bankstocks in das Close sich ein bisschen erholt haben,
Hat mich auch hier dann wieder nach unten gedrückt. Gold, logischerweise ist Freitag, da behalten wir immer ein bisschen ein Auge auch auf, wie wir das oft sagen, Risk of Friday. Wir wissen ja, was läuft im Golf, Gaza, Red Sea, Jordanien, was immer da, wo immer da diese Iran-Proxys unterwegs sind, gibt natürlich immer dieses Escalation-Risk. Darum wird der Markt sich immer ein bisschen gut überlegen, wie man ins Wochenende geht. Jetzt in dem Sinn muss ich auch nochmal, ich glaube, ich habe es erwähnt, wenn nicht, dann erwähne ich es jetzt. Der Jay Powell hat sich angekündigt, er wird am Sonntag in einer Sendung, die heißt 60 Minutes, über Geldpolitik sprechen, am Sonntag. Jetzt, das wird natürlich interessant. Aus der Federal Reserve Sicht hoffe ich, dass er das LB erzählt wie am Mittwoch, weil sonst muss man sich da echt an den Kopf langen. Ich habe bis jetzt die Conspiracy-Theorie noch nicht gehört, dass er sich da schon angemeldet hat, weil er schon weiß, dass die Non-Farm-Payrolls ganz schlecht rauskommen. Wenn das passieren würde, dann verliert das Fed wirklich langsam auch ein bisschen Credibility wie die EZB. Und da muss man sich wirklich langsam fragen, ob die überhaupt eine Ahnung haben, was sie tun. Aber geben wir ihm mal den Benefit of the Doubt, dass dieses Interview nur in die Wege gestellt ist, um alles ein bisschen noch besser zu erklären. Öl, diese Bewegung nach oben war, als sich die Lage da in dem Mittleren Osten wieder zugespitzt hat. Dieses Lag da auf die Highs war, als der Biden das Okay gekriegt hat praktisch vom Kongress, einen Vergeltungsschlag gegen Iran anzuzetteln. Ob das dann gegen Iran direkt ist oder gegen die Proxys, sei dahingestellt. In der Zwischenzeit hat sich das wieder etwas entspannt, weil der Markt jetzt plötzlich davon ausging, dass vermutlich durch das, dass wir diese Gaza Peace Talks haben, wo es darum geht, die sind jetzt sehr fortgeschritten da in Doha, in Katar, wird darüber diskutiert, ob man eine 45-Tage-Pause hat in Gaza. Ich denke, die Amerikaner wissen, dass wenn sie jetzt da einen Rundausschlag machen im Middle East, dass dann das Risiko ist, dass diese Gespräche abbrechen. Ich glaube, der Markt hat diese View genommen, darum kam Öl auch wieder hier zurück. Ich glaube, Öl bleibt einfach elevated, obwohl fundamental vom Supply-Seite her der Ölpreis wieder etwas runterkommen könnte. Aber da die Situation einfach sich vorläufig nicht erledigt, glaube ich, wird Öl immer wieder irgendwo hier halten und immer wieder das Risiko sein, dass wir plötzlich doch nach oben schnellen, wenn es da irgendeine Eskalation gibt. Das ist auch das Problem, wenn wir so geopolitische Dinge haben, die sich einfach dahin smoddern, da wie so ein Buschfeuer, ja, wo irgendwie noch ein bisschen die Glut brennt. Es kann natürlich jederzeit wieder zu einem Flächenbrand kommen. Und das als Händler muss man halt einfach im Hinterkopf haben. Darum sprechen wir auch von diesem Risk of Friday. Je nachdem, was man für Positionen hat, ich spreche jetzt von den Traders, nicht von den Investoren. So die Traders müssen sich am Freitag halt überlegen, was nehme ich ins Wochenende rein. Ja, weil sonst kommt es immer wieder, wie wir dem so schön sagen, mind the gap, Sonntagnacht, wenn Wellington auftut, wenn da was am Wochenende passiert, dann macht es einfach Rutsch. Ja, das heißt, in der Regel geht es da hauptsächlich um Positionen, die Probleme hätten, würde was passieren. Ich kann mich kaum erinnern, dass es irgendwelche Situationen gibt, wo wir einen Risk-Move nach oben haben, also ein Gap nach oben. Also so müsste es heißen, die Houthis sagen, ah, wir lieben euch alle, wir machen nichts mehr und der Frieden in Gaza und weiß ich was alles, ja. Okay, hört ihr ja, ist sehr unrealistisch. Das heißt, euer Risiko fürs Wochenende ist immer, dass es eine Eskalation gibt. Mit dem sage ich, es gibt eine. Ich sage nur, das ist das Risiko. Also wenn ihr Long Equity seid, Long Risk im FX, dann ist euer Risiko, dass wenn was passiert, dann eröffnen diese Preise alle viel tiefer. Dann, wie gesagt, überlegt man sich, wenn immer wir diese Situation haben von geopolitischen Events, die sich da dahin siechen, muss man sich halt leider ab und zu eine Position, auch wenn man die gerne hätte, sich am Freitag verabschieden. Und wenn nichts passiert bis Wochenende, sollte generell nicht viel passieren, dann macht ihr das Risiko wieder auf am Montag. Ja? Worst case, ihr bezahlt ein Spread, aber ist billiger, wie auf der falschen Seite zu sitzen, ja, ganz einfach gesagt. Dow Jones,
Flip-Flop hier um dieses Speedline rum. Wie gesagt, am Mittwoch sind wir da nach unten gebrochen und hat ausgesehen, wie dass wir jetzt vielleicht diesen Rollover kriegen. Jetzt dank dieser Zinsbewegung, und ich mache das ein bisschen näher, dass wir das ein bisschen deutlicher sehen, ja. Durch das, dass die Zinsen nach unten geknallt sind gestern, wegen diesen US Regional Banking Stocks, ja, da hat sich der Markt einfach wirklich um die tieferen Zinsen gekümmert und hat den Dow wieder nach oben gezogen, ja. Ist eigentlich schizophren, wenn du denkst, ja, weil wenn der Bond Market nervös ist über diese Bank Stocks, ja, dann sollte auch der Equity Market nervös sein, ja. Heißt nicht, dass er einbrechen muss, aber heißt definitiv nicht, dass er wieder nach oben schnellen muss, ja. Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Wie gesagt, Tag 1 Mittwoch hat schwere Verluste gesehen auf diesen Banktiteln. Gestern war etwas besser. Es ist für uns nicht so einfach, da die Informationen zu kriegen. Da kann es sein, dass wir da einen halben Schritt hinten nachhinken, was da genau läuft in diesem Bereich. Ob das jetzt etwas ist, wo man sich echt Angst haben muss und sich anpassen muss, oder ob das wirklich nur so etwas ist. Ich habe gestern etwas gehört. Ich kann das nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, wie gesagt, weil ich nicht der Experte bin in dem Feld. Gestern wurde darüber gesprochen, dass was wir jetzt bei diesen Banken sehen, ist das, was die größeren Regionalbanken schon letztes Jahr gemacht haben. Ja, also das würde dann heißen, dass das, was wir jetzt sehen bei diesen kleineren Regionalbanken, wir nicht zu ernst nehmen müssen. Aber wenn ich so Events sehe wie Mittwoch, dann muss ich sagen, das kann ich nicht einfach so wegstecken. Ja, man muss es einfach anschauen und sich bewusst sein, dass einfach in diesem ganzen Bereich wissen wir ja nicht alles so ganz okay ist. Ja, S&P nehmen wir auch wieder ein bisschen näher. Dasselbe, ja, Flipflop und diese Speedline rum. Ich bin im Moment wirklich unsicher, was zu denken. Generell, wenn wir schauen, wie die Zahlen rauskamen in den letzten 2 Wochen, da haben wir vor 2 Wochen darüber gesprochen, ist die Goldilocks, sagt man dem, tiefere Inflation, Wachstumszahlen immer noch okay. Das ist eigentlich das, was der Equity Market liebt. Ja? Wir sind auf All-Time-Highs. Ich meine, ist einfach schwierig, da bullish zu sein, aber vielleicht muss man das sein, ja. Also ich halte mich da im Moment einfach relativ raus. Ich würde da einfach in dem Sinn mitspielen, wenn sich jetzt da tatsächlich entweder die Zinsen stark nach oben drehen, wenn sich da wirklich an der Inflation sich was verhärtet, also sprich, dass der ganze Ausblick für tiefere Zinsen sich plötzlich als falsch herausstellen würde, oder wenn die Wirtschaftszahlen wirklich massiv einbrechen. Ja, im Moment ist das einfach, ich denke, ich habe das Gleiche gesagt vor 2 Wochen. Wir werden vermutlich uns da oben einfach irgendwo austoben. Ja, vielleicht immer wieder mal ein bisschen höher, aber netto gesehen jetzt nicht massiv. Ich glaube, der größere Move ist haben wir hinter uns für den Moment. Aber der Einbruch würde nur kommen, wenn sich etwas von der fundamentalen Seite massiv verändern würde. Da haben wir doch noch den DAX irgendwo. Hier. Da sind wir, wo sind wir da? Wie gesagt, das ist nicht ein Live-Chart. Der DAX ist etwas höher, 9,78. Da sind wir irgendwie hier oben im Moment, aber immer noch unter dem. Also wir sind da noch unter diesem Double Top. Aber wie gesagt, um das ein Double Top zu nehmen, müssen wir da irgendwie anfangen, hier unten wegzubrechen. Ja, da können wir über ein Double Top sprechen. Im Moment, wenn das diese Korrektur da nur, also hier hatten wir mal einen Moment, als so ausschaute, aber das blieb nicht lange, aber ich denke, wir gehen da weiterhin auch etwas seitwärts. Die Zinssenkungen auch in Europa sind jetzt ein bisschen eingepreist, also ich würde da nicht mehr zu viel erwarten, außer wenn es plötzlich sich herausstellen würde, dass vielleicht auch in Europa nicht so zu solchen Zinssenkungen kommt, wie der Markt da im Moment erwartet. Ja. Das ist im Prinzip unsere heutige Sendung. Ja, ich bin fast in der Zeit geblieben, nur 4 Minuten übertrieben oder überzogen. Für nächste Woche, wie gesagt, wir haben nicht viel, das hier ansteht im Sinne von mega viel wichtigen Zahlen. Es geht heute noch um Non-Farm Payrolls. Ich denke, das wird der Ton setzen, obwohl eigentlich
Hätte jetzt das Fed sich nicht verabschiedet von den März-Zinssenkungen am Mittwoch, wäre der Non-Farm Payroll heute gar nicht so wichtig gewesen. Durch das, dass sie gesagt haben, es kommt nicht zu einer Zinssenkung im März, hat der Non-Farm wieder etwas an Bedeutung gewonnen für heute. Man darf es nicht übertreiben an dem Markt. Durch das, dass wir keine Big Story haben und Big Trends, wird sich der Markt halt immer um diese von Zahl zu Zahl zu Zahl bewegen. Das heißt was? Das heißt, jede wichtige Wirtschaftszahl wird plötzlich zu der wichtigsten in der Welt. Wenn es eine Enttäuschung gibt, geht der Markt nach unten. Wenn es eine Überraschung gibt, positive, geht der Markt nach oben bis zur nächsten Zahl. Ich denke, es wird im Moment einfach nicht so sein, dass wir große Trends kriegen im FX, weil einfach die Story ist sehr ähnlich. Ja, wir preisen 150 Basispunkte oder was für das Fed, fast ähnlich für die EZB. Wenn man am Schluss irgendwo bei beiden 100 Basispunkte sehen dieses Jahr, dann kann es auch wieder argumentieren, da muss der Euro auch nicht viel bewegen. Ja, das ist halt im Moment das Problem. Equities, denke ich, ist weiterhin schwierig. Wir behalten ein Auge, wie gesagt, auf diese Banken wobble, zum Schauen, ob das was wird oder ob sich das wieder irgendwie versandert und wegbleibt. Wenn das weggeht, würde ich sagen, dann müssen wir einfach weiter in die Zinsen anschauen, die Zinserwartung, die Economic-Zahlen zu sehen, ob diese massiven, immer noch massiven Erwartungen von Zinssenkungen in diesem Jahr wirklich so bestehen bleibt. Also es ist sehr viel eingepreist in den Equities, von wo wir stehen. Aber wie gesagt, ich kann nicht sagen, ah, wegen dem müssen wir short sein und bla bla bla. Es ist einfach, ihr seht es ja selber, ja. Es ist im Moment einfach relativ schwierig. Aber was ich wirklich denke, ist, hier oben zu kaufen und long zu gehen und zu erwarten, dass wir da 15% nach oben gehen dieses Jahr, weiß nicht. Ich denke, vieles ist eben, wie gesagt, schon gepreist. That's it für diese Woche. Vielen Dank. Ich habe mich gefreut, wieder hier zu sein und werde euch natürlich gerne wieder begrüßen am nächsten Freitag. Vielen Dank. Alles Gute, schönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss.